Hey, du! Was? Was, hey, du? Hallo? Du weißt schon, dass das jetzt hier mir gehört. Du bist ein Bandit, du hast überhaupt nichts verloren. Was für ein Spinner. Es fängt ja schon mal gut an. Ja, es ist am frühen Abend und ich gehe schlafen. Hab hier nichts mehr zu tun. Nächster Morgen, Tag 11 in der Barriere. Und ja, dann gucke ich mich mal um, was zu tun ist. Aber wir sollen dann mit Ladas drehen. Ich möchte aber erstmal mit den normalen Leuten hier reden, beziehungsweise ich habe einen genauen Plan. Wie ich mich hier durchquatsche, erstmal mit dem Sektenspinner hier, wo ist der? Läuft der hier irgendwo? Baal Kagan müsste doch... Es ist 7 Uhr am Morgen, aber die... Ja gut, die Leute stehen natürlich erst um 8 auf. Oh! Guten Morgen, Gorn! Ich könnte mich mal mit denen anschließen und ein bisschen so mitgehen. Gott! Hey, du! Du siehst gut aus. Tolle Waffe, tolle Rüstung. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Falls du schon ausgebildet wurdest, kostet das aber etwas mehr. Dann will ich 50 Erz sehen. Der ist ziemlich günstig, was das Lernen hier betrifft. Wir wissen ja, dass Getty im alten Lager 150 Erz verlangt. Der hier verlangt plus 50 Erz. Man kann es also billiger bekommen. Allerdings gefällt mir der Dialog beim Getty ein bisschen besser. Ich meine, die sind identisch. Aber Sketty betont es ein bisschen schöner. Deswegen würde ich eigentlich lieber von Sketty lernen. Auch wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will. Vom alten Lager würde ich das lernen dann. Macht mehr Freude. So, der liebe Gorn. Du wäschst dich, ja? Ja, gut. Habt ihr einen Riesensee hier? Das ist schon was Tolles hier. Ich habe vergessen, das Blutfliegenbuch zu lesen. Das... passiert mir immer wieder. Blutfliegen über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt. Vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen. Mit ihren Stacheln töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Zumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief in den Unterleib um den Stachel herum mit gezackten Schnitten und entferne vorsichtig den Stachel mitsamt den umgebenen Gewebe. Lass ihn ausbluten und streife das ungenießbare Fleisch ab. Ja. Haben wir wenigstens gelernt, die Blutfliegen auszunehmen. Wohlgemerkt, auch die Flügel, das wurde hier mit eingefügt, dass man das auch mit lernt hier. Die Verwaltung. Flügel entfernen, Stachel entfernen. Können wir endlich mal die Blutfliegen ausnehmen. Das war ja auch schon lange überfällig hier. Sehr lange überfällig. So. Ich will mit euch reden, aber ich will erst, bevor ich zu Laras gehe oder so, ein paar Informationen von dem Banditen haben. Bin immer noch verwundert, dass der Typ nicht da ist. Ist der in der Kneipe? Da ist er ja. Kommst du denn her? Baal Kagan. Der hat bei den Bauern gepennt. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Gefällt denn auch seine Kleidung hier so richtig gut? Die kommt gerade richtig gut hier. Wenn man sich mal die Texturen anguckt durch den Renderer, ist es halt wirklich viel hochskalierter und detailreicher. Schön. Richtig schön. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ich hab schon gehört. Am neuen Lager wollen die Leute... sind die Leute ein bisschen widerspenstiger, aber die rauchen sehr gerne. Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann?
Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ja, dann bieten wir doch gleich mal uns an. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Okay. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Was glaubst du, wie schnell ich das aufgeraucht habe? Ich habe das Kraut verteilt. Ich habe das Kraut verteilt. Ich habe noch keinen neuen Kunden hier gesehen. Verteil mehr. Thanks. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Was verkauft ihr denn? Sumpfkraut natürlich. Ich könnte es ja auch abkaufen, ja, aber gut. Also, dann gucken wir mal. Er hat uns 10 Stängel grüne Novize gegeben. Da muss ich natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen es selber rauche. Kundenwerbung. Der Novize Parker kann ab mir 10 Stängel Sumpfkraut gegrüner Novize geben, die ich im neuen Lager verteilen soll. Okay. Dann würde ich mal sagen, 5-5. Es bekommen 5 Banditen und 5 Söldnergängel. Dann ist es gerecht. Das heißt, du bekommst mal was. Frag natürlich auch gleich die Leute aus, geht die Dialoge durch, wie ich es immer mache. Man kann jetzt sogar mit Banditen hier Kampf provozieren. Dann könnte man die sogar herausfordern, wenn man möchte, aber... Ja, wenn man jemanden verprügelt, ist das immer so eine Sache. Wenn man hinterher mit ihm redet, dann zieht der immer so ein ängstliches Gesicht. Typisch Gothic 1 Manier. Und ja, das finde ich immer ein bisschen... Was läuft denn so? Du bist wohl noch nicht lange hier, was? Die Magier bereiten sich schon seit Jahren auf die Sprengung des Erzhaufens vor. Das heißt, der große Tag ist nicht mehr weit entfernt. Zumindest sollte man das annehmen, wenn man sich den Riesenhaufen ansieht, den die Schürfer bis jetzt zusammengekratzt haben. Dann komme ich ja gerade richtig. An die Leute, die vor 10 Jahren hier reingeworfen wurden, die haben ja deutlich einiges mehr absitzen müssen. Also die Leute, die jetzt kurz vor Ausbruch eventuell reingeworfen wurden, werden die... Die müssen vielleicht nicht mal lange mehr sitzen, auch wenn ihnen das nicht klar ist. Was kannst du mir über dieses Lager sagen? Es ist eine Art Zweckgemeinschaft, die wir hier haben. Jeder macht im Grunde, was er will. Aber wir sind so viele, dass Gurmis uns nicht einfach ausrotten kann. Obwohl er das sicher am liebsten tun würde. Was habt ihr mit Gomez zu schaffen? Wir stehlen ihm sein Zeug. Was ich absolut in Ordnung finde. Wer ist euer Anführer? Laris ist das Oberhaupt der Bande. Die meisten akzeptieren ihn. Aber er sagt uns nicht, was wir machen sollen. Laris. Was muss ich tun, wenn ich mich dem Lager anschließen will? Fragen? Du kannst dich unserer Bande anschließen. Aber dazu musst du beweisen, dass du gegen Gomez bist. Und wie soll ich das machen? Wenn ich du wäre, würde ich Laris irgendwas Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine bringen. Wie in etwa die Liste für die Warenlieferung zufälligerweise dabei hat und wo mich Diego noch gewarnt hat, die darf auf keinen Fall hier in die Hände des alten, des neuen Lagers fallen. Ja.
Wird es etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Sollte eigentlich ein Geschenk sein, aber er hat mir das Erz quasi in die Hand gedrückt. Da kann ich jetzt nichts mehr. Na gut, erzähl mal, wo finde ich denn die Leute hier? Wo finde ich Lee? Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Und wo finde ich Laris? Wo finde ich Laris? In der Wohnhöhle, ganz hinten links. Du kannst es nicht verfehlen. Sobald dich seine Jungs aufhalten, bist du richtig. Wir stehen quasi kurz davor. Gorn. Ja, der Gorn ist wichtig. Wo finde ich Gorn? Quasi den Wenn du des in Lagers? Die Wohnhöhle kommst, halte dich rechts. Direkt vorne sind ein paar Hütten. In einer davon wohnt er. Schön, dass sie sich auch alle so kennen und so. Gorn ist kein Unbekannter, er war ja mal Bandit. Jetzt ist er Söldner. Wo finde ich einen der Magier? Normalerweise leben sie zurückgezogen im oberen Teil der Höhle. Aber am Erzhaufen in der Mitte der Höhle kannst du manchmal einen von ihnen treffen. War das erste Mal, dass ich mit einem Magier drin sprechen konnte. Der letzte Magier hat mich ja mit einem Brief hier reingeworfen. Es war nicht Sinn. So, hier ist Shrike. Der hat sich eine neue Hütte gesucht. Ist immer noch verletzt. Er hat's verdient. Was soll ich machen? Er hat's verdient. Psst. Hey, du. Wer? Ich? Genau du. Komm mal her. Was denn? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Vielleicht sollte ich mich mal um Butch kümmern. Was? Du? Sag hinterher nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Neuer Quest? Am neuen Quest hier unter Banditen. Batch, einer der Banditen aus dem neuen Lager, erzählte mir von einem Banditen namens Butch, der die Angewohnheit hat, Neulingen das Fell über die Ohren zu ziehen. Vielleicht sollte ich ihnen mal eine Lektion erteilen, sodass ich mir etwas Respekt im Lager verschaffe. Das könnten wir machen, ja. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ah, das ist der Meisterdieb des Lagers hier. Er ist bestimmt nicht so gut wie Fingers, aber er kann uns das Zeug hier auch beibringen, wenn wir wollen. Aber das brauchen wir nicht mehr lernen. Das reicht, wenn ich Schlösser knacken Stufe 1 habe. Vor allem, wenn man eine Liste für die Schlösser hier hat. So, du bekommst ein bisschen Sumpfkraut hier. Was hast du denn zu sagen? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen, den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Was soll man auch sonst machen? Ich glaube, das Saufen hier ist eines der schönsten Sachen, die hier noch haben. Gerade im neuen Lager. Irgendwie muss man ja seine Zeit quasi absitzen und so. Ich kann froh sein, dass sie nicht auf den Feldern schuften. Als Bandit hat man uns auf der einen Seite schon gut. Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris, aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Also die Dialoge hier sind wirklich Gold wert. Also, wie die das damals gemacht haben, das ist wirklich legendär. Denk mir manchmal, das hätte man eigentlich gar nicht mehr besser machen können. Passen perfekt einfach nur. Das macht Spaß, das durchzugehen und denen zuzuhören hier. Ich will bei euch mitmachen.
Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Das ist der kleine Hinweis jetzt auf Mordrak, der uns mit dem Ring zu ihm schickt. Ja, quasi auch eine Eintrittskarte. Gibt er mehrere Möglichkeiten, zu ihm zu kommen. Am besten ist es natürlich immer, wenn man alles hat. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. 10 Erz, ist der Sumpfkrautstängel überhaupt so viel wert? Nö. Offiziell nur 8, aber die geben ja für alles 10. Oh, hier ist Butch. Hey. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Ja, deine gefällt mir auch nicht. Ich könnte ihn jetzt von hinten angreifen, aber der hat eine schwere Banditenrüstung. Das darf man nicht unterschätzen. Das wird sehr schwer. Und die Waffe, die er hat, die sieht aus wie ein Steinbrecher, aber das ist kein Steinbrecher. Das ist die Waffe, die, glaube ich, einen Schadenspunkt weniger macht. Aber ich glaube, der hat Einhandkampf Stufe 2, wenn ich mich nicht irre. Der ist verdammt stark. Ich glaube nicht, dass ich den besiegen kann, einfach so. Er wäre jetzt ein Eisblock-Zauber oder so gut. Erstmal abwarten. Es wird für solche Sachen. Für gewöhnlich kann man in der Welt welche finden. Es gibt 2 Stück, allerdings nicht in diesem Mod hier. Die sind entfernt worden. Da hat sich der Modder wohl gedacht, nee, das wäre zu stark. Erst ein Kapitel an die Zauber zu kommen, deswegen hat er die entfernt. Also macht euch keine Hoffnungen. Ihr werdet die dort nicht finden, wo sie mal waren. Naja, gut. Kann schon sein. Ich werde mich mit dem später anlegen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Wo bekommst du das? Und wenn du meinst, gucken wir hier oben. Bandit. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Du hast noch einen anderen Dialog, oder? Nö. Ich habe ein bisschen... Klar, hier ist... Seid ihr Zwillinge? Ihr seht exakt gleich aus. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Aster. Und wie? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Auch ein besonderes Talent, das man speziell nur von dem Typen hier lernen kann und sonst nirgendwo. Das macht ihn sehr wichtig. Akrobatik lernen, ja, aber... Hey, du. Jetzt noch nicht. Aber ich kann ja mal ein bisschen verarschen. Ich habe ja nicht genug... Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Genau. Das Problem ist, Akrobatik ist zwar toll, aber sobald ich das lerne, bringe ich damit nur noch herum, um schneller voranzukommen. Das ist so eine schlechte Angewohnheit. Eigentlich möchte ich das nicht. Ich mag ja auch das normale Gehen und so. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich genieße die Welt. Später im Spiel, ja, wenn man dann schnell von Ort zu Ort will, dann tut man gern mal das machen, aber jetzt würde ich das noch nicht lernen. Ich brauche außerdem andere Sachen als irgendwie Akrobatik. Lieber mehr Stärke investieren. So, ja, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was willst du denn von mir? Mich unterhalten, Informationen über das Lager erfahren. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann geh rein und schau es dir an. Solange du nicht einer von Gomez-Leuten bist, wird dich keiner aufhalten. Wer hat hier das Sagen? Lee führt die Söldner an, wenn du das wissen wolltest. Aber ich bin kein Söldner und ich lasse mir von den Pennern auch bestimmt nichts sagen. Er ist auf jeden Fall nicht so informativ wie die anderen. Was muss ich tun, wenn ich mich dem Lager anschließen will? Geh auf die Felder und hilf den Bauern beim Reispflücken. Ja, genau das meinte ich ja eben nicht. Ich meinte irgendwie so einen Tipp, wie ich Laris beeindrucken kann, aber... Ja. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Er sieht halt so aus, ja. Da kann man nichts machen. Die sehen alle irgendwie so aus, als ob sie Sumpfkraut haben wollen. Bruce, hallo, hallo. Hast du einen Dialog? Hey, du. Hey, du. Wie sieht's aus? Wer bist du? Dich hab ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder. Ich bin neu hier. Ach so. Siehst dir das Lager an, was?
Wenn du Arbeit suchst, sprich mal mit Laris. Er hat immer Arbeit für Neue wie dich. Okay. Kleine Information. Ja gut, er hätte aber auch sagen können, dass man jetzt nicht so einfach zu Laris kommt. Starkey. Hey du. Ja, bloß so eine Sense als Waffe. Ist aber nicht besonders stark. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Oh, ein Händler. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Dann zeig mal 25 Dietriche her damit. Das wird mir helfen, euch von euren Reichtum zu erleichtern. Reisschnaps. Ah, die kaufe ich auch. Möchte mich voll auf Waffen. Waffen hat da nichts Vernünftiges. Was erwarte ich auch nicht. Gut, dann gebe ich dir dafür die alte Butlerhose. Stachelkeule. Und das Buch brauche ich nicht mehr. Ansonsten entweder etwas Erz oder hier Trophäen. Abfahren. Lurkerhaut brauche ich später. Eigentlich möchte ich den nicht verkaufen, aber... Hey, was soll's. Das hier und das Ding habe ich einiges. So passt's. Thanks. Damit haben wir auch die Dietriche. Damit haben wir jetzt wie viel? Ich habe eigentlich alle abgekauft. Es gibt nur noch jetzt im alten Lager in der Burg gibt's noch jemanden, der verkauft Dietriche, aber da muss ich halt erstmal reinkommen. Bringt mir also hier draußen. Wo willst du denn hin? Ja, wo geht's denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Ja, und? Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Klingt so, als ob mich jemand anders aufhält. Kann ich zu Laris? Klär das mit Roscoe. Wenn er schon sagt. Und du? Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez-Leuten Laris zu nahe kommt. Okay, dann reden wir mal mit dem netten Herrn hier. Das dürfte spannend sein. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Oh, glaub mir, ich habe mehr Gründe. Zum Beispiel, dass ich mich hier anschließen will. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. So, jetzt können wir die Sachen sagen. Die darf ich jetzt in meinem Fall nicht sagen, denn ich habe einen anderen Nick, um dort reinzukommen. Ich werde es jetzt dann aber trotzdem mal machen, weil ich kann ja hinterher dann laden. Weil ich die Dialoge durchgehen will. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Damit würde man schon zu ihm kommen. Also es ist ziemlich einfach, hier zum Anführer zu kommen. Oder man kann auch die Liste sagen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Jetzt lässt er uns rein, aber das will ich nicht. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns so reinlässt. Dann können wir uns nämlich ein paar Punkte machen bei Laris und bekommen extra Erfahrung. Es gibt nämlich genau 5 Dinge, die man tun kann, um sich dem Lager hier anzuschließen. Also im Grunde genommen muss man sagen, dass die Aufnahme im neuen Lager hier in Gothic 1 die einfachste ist. Die schwierigste ist eindeutig meiner Meinung nach das im alten Lager. Die Aufnahme im alten Lager ist vergleichbar mit der bei Gothic 2 dann mit den Söldnern. Da muss man auch eine Prüfung machen und zahlreiche Aufgaben, aber hier sind die Aufgaben recht überschaulich. Wir werden jetzt hier den zauberfreundlichen Stimm benutzen, den ich hier extra gefunden habe.
um gleich mal die ersten Pluspunkte zu machen. Oh. Ja. Dein Glück. Das sehen die nicht gerne. Aber ich hätte dir auch gern. Ich will zu lang. Ja. Sag nochmal, ich will mich anschließen. Ich will mich. Das. So, und jetzt stelle ich mich hier hin. Du hörst wohl schlecht. Und werde ihn damit bezaubern, dass er dann mir freundlich gegenüber gesinnt ist und mich dann reinlässt. Hallo. So. Wie kommst du hier rein? Was ist mit Roscoe? Er hatte keine Lust, mich aufzuhalten. Was willst du? Dann haben wir gleich mal unsere ersten Erfahrungspunkte bekommen dafür. Das ist etwas, was eigentlich vermutlich die wenigsten so kennen, aber... Ja. Man kann es ja nachlesen. Oh, ich bin kurz vorm Stromaufstieg. Mir fehlen noch 55 Erfahrung. Ja, ich will mich anschließen. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Ich bin immerhin an deinen Wachen vorbeigekommen. Ich bin immerhin an deinen Wachen vorbeigekommen. Das ist richtig. Aber das alleine wird noch nicht reichen. Das alleine noch nicht, ja. Dann sag mir, was kann ich noch machen? Beziehungsweise erstmal... Mordrak, genau. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Yes. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Da kommt die große Beschwörung. Ja. Ich muss gleich mal meine Werte angucken hier. Stufe 6 haben wir. Herzlichen Glückwunsch. 117 Lernpunkte. Ich meine 117 Lebenspunkte. 15 Lernpunkte. Ich könnte demnächst mal ein bisschen stärker lernen. Ich werde vielleicht bald eine neue Waffe bekommen. Ich habe schon einen Plan. Lades hat eine starke Waffe, aber den kann man noch nicht verprügeln. Der ist am Anfang unverwundbar. Der wird erst später angreifbar. Wird man ihn nicht seine Superwaffe gleich abnehmen kann, ja. Weil die würde hier sonst gleich alles übertreffen. Ist eigentlich ganz gut gelöst, macht geworden, so auf die Art. Ja. Reicht es, um aufgenommen zu werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Ja, die Voraussetzung ist mindestens Stufe 5, die haben wir erreicht. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch das mit der Mine sagen, dann wird's schon reichen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Lass uns lieber über was anderes. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ja, also wie gesagt, wenn ich ihn jetzt drauf ansprechen würde, würde er mich jetzt mittlerweile aufnehmen, weil man braucht eigentlich bloß 3 Sachen zu machen, um aufgenommen zu werden. Und das habe ich mittlerweile. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch, die Liste abzugeben und das mit dem Sumpfkraut zu machen. Dann hätte ich alles erledigt. Machen wir natürlich auch. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Ich soll das Kraut verkaufen und du steckst dir das Erz ein? Ja, gut. Für die Aufnahme macht mir einiges. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ja, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich... Ich möchte eine bestimmte Waffe haben. Ich weiß... Du schon wieder! Ach, der ist bloß ein bisschen verärgert, weil er vermutlich von Lades Ärger bekommen hat, weil er mich einfach reingelassen hat.
Aber der hat hier tolle Sachen. Der ist echt volle Hütte. Ja, guck mal, was der da statt. Man erkennt es vielleicht an der Flasche vor mir. Da steht ein Lebenstrank, der die Lebensenergie erhöht. Ah, ich werde wohl bei Nacht hier zeitig vorbeigucken müssen, wieder Laris. Haben wir noch Zeit. Was haben wir denn hier für ein Quest? Aufnahme neues Lager. Was steht denn das? Laris hat mich zum Mordrat geschickt. Ich soll ihm sagen, dass ein Spion in das Sektenlager geschickt werden soll, der herausfindet, was die Bruderschaft vorhat. Könnte Mordrak eventuell abfangen, wenn er am Morgen in seiner Hütte pennt. Oder ich schaue, dass ich in die Kneipe komme. Laris, der Anführer der Banditen, war sehr erstaunt, die Bedarfsliste zu sehen. Er hat sie erweitert und ich soll sie für Diego bringen. Und ich soll Balisidro sein Kraut abnehmen für 400 Erz, klar. Guck mir mal die Liste jetzt an. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist die Bedarfsliste. Laris hat einige Punkte hinzugefügt. Eine wirklich meisterhafte Fälschung. Er hat die Handschrift perfekt nachgemacht. Wenn du meinst. Was mir gerade noch einfällt, 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger-Coin, ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Ja. Könnte vielleicht ein bisschen auffallend wirken, dass die jetzt noch so viel anfordern. 30 Flaschen Bier, ja klar. Bier und Wein, klar, da kommen sie natürlich nicht so einfach heran. Fleisch und Ersatzwaffen, ja. Was man also braucht. Also das mit der Liste kann man natürlich, sollte man in jedem Fall immer machen bei Laris. Es bringt nur Pluspunkte, aber keine Minuspunkte bei Diego für die Aufnahme. Deswegen immer zum neuen Lager damit. Damit gehen wir mal in Richtung der Söldner und gucken an, was hier so abgeht. Gequatscht wird viel. In seiner Haut. Sumpfkraut? Wie sieht's aus? Wie immer! Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Erz zu nahe kommt. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens, ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Was soll das bedeuten, grüne Jungs? Ja, ich verstehe schon. Aber es hat der gut gesagt. Wer hat dir das sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager? Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Die Mentalität gefällt mir. Ja, das gefällt den Helden. Ich glaube, hier ist er. Hier lässt sich's gut leben. Wenn er sich durchschlagen kann bei denen, dann kommt er hier richtig groß raus. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Oh, guck mal, der Söldner hier hat aber keinen Steinbrecher. Und es ist schon aufgefallen, dass viele von denen nur eine leichte Söldnerrüstung haben. Das war ja im Original überhaupt nicht so. Das ändert sich aber mit der Zeit. Die bekommen bessere Rüstungen. Die steigen dann auch weiter auf. War nicht besonders schlau. Ist ziemlich gut gemacht, finde ich. So, können wir noch reden? Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez' Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Immer wieder. Ja, könnte er recht haben. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Könnte ernst werden noch. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten.
Ja, man darf auch nicht alles glauben. Hier gibt es immer Probleme. Haha, das ist das Negative doch. Ja, es gibt immer Probleme, ja. Wer hat hier das Sagen? Also das wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Solange ich damit nichts zu tun habe? Mir ist aufgefallen, dass hier manchmal teilweise ein paar Dialoge fehlen, die normalerweise noch da sein müssten. Manche lernen eben. Weiß ich, ob das so gewollt ist oder ob man da. Ob die vielleicht später kommen? Verlass dich auf jeden. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Kann ich da mal vorbei? Das ist eben so. Wen haben wir hier den guten. Du bist nicht. Du bist Blade. Du bist einer, der eigentlich auch nicht wichtig ist, aber hier jetzt lange eine Rolle bekommen hat. Oh, komm schon, komm schon. Mach jetzt keinen Ärger. Oh, wahrscheinlich war nicht besonders schlau. Wenn du streitst. Sorry. Gut. Mach das nicht nochmal. Es geht doch. Hi. Wer bist du? Mich nennen hier alle Blade. Ich bin derjenige, der sich darum kümmert, dass die Waffen von unseren Jungs scharf bleiben. Vor meiner Zeit in der Kolonie war ich Waffenschmied bei der Armee. Deswegen bin ich der Richtige für den Job. Also quasi der Schmied hier. Kann ich was von dir lernen? Wenn du dich unserem Lager angeschlossen hast schon. Als Bandit kann ich dir die Grundlagen beibringen. Wenn du einer von uns wärst, würde ich dir mehr zeigen. Wie gesagt, Schmieden interessiert mich nicht. Habe ich das grobe Schwert gelernt, das reicht mir persönlich. Hast du was zu verkaufen? Ich kann dir Dinge verkaufen, die du zum Schmieden brauchen wirst. Interessant auf jeden Fall, aber nichts für mich. Dann haben wir hier Torloff. Der hat auch eine schöne Waffe. Meisten haben ja Steinbrecher, aber die wichtigen Leute haben ja dann doch was Stärkeres. Hey du. Eine richtige Zweihand-Axt. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Das ist wohl dumm gelaufen, könnte man sagen, ja? Da muss man wirklich sagen, seine Stimme in Gothic 1, die passt wirklich nicht sonderlich gut. Das ist eine Ausnahme, da ist die vom zweiten Teil deutlich besser. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen, wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Hey, danke für den Tipp. Hey du. Dann gebe ich euch noch ein bisschen Sumpfkraut hier. Kraut. Willst du etwa... Gib her, wenn du... Her, reißt es mir förmlich aus der Hand. Und auch du? Willst du? Gib her. Bitteschön. So, und den letzten Stängel. Ich würde Lee eingeben, aber ich glaube, der verzichtet drauf. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Genau, da will ich hin. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Das zum Beispiel finde ich auch schon spricht für Lee. Aber es ist ein ganz großer Pluspunkt, wo man halt einfach merkt, der versteckt sich nicht. Ich meine, Gomez, der ist da so gut geschützt, der versteckt sich in der Burg. Du kommst da nicht mal in die Burg rein, geschweige denn das Erzbaronhaus. Aber zu Lee, den Anführer des neuen Lagers sozusagen, da kommst du einfach hin. Du musst gar nichts machen, du kommst einfach so rein. Er lebt natürlich bei weitem nicht so luxuriös wie Gomez hier in der Höhle, aber er ist ein harter Hund. So. Wir haben noch Auric. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Hey du.
Der sieht auch toll aus hier, aber der hat nichts Neues zu erzählen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Hab nichts mehr. So, Lee. Der gute Lee. Oh, der hat so eine schöne Waffe. Er hat die drittstärkste Waffe im ganzen Spiel. Die werde ich mir irgendwann mal holen. Irgendwann. Okay, Lee. Hey, du. Reden wir. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Mach das. Kann ich da mal vorbei? Ja, das ist einfach eingerichtet, aber gut. Erstmal muss ich Bandit werden, damit ich hier ein bisschen aufsteige. Da sind die Magier, aber die sind bewacht. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Den darf man natürlich nicht. Kann man nicht vorbeispringen? Nee, das funktioniert nicht, die greifen einen an. Lalalalala. Ich sage es nicht noch einmal, keinen Schritt weiter! Okay. Da müsste ein Schild stehen, dass man sonst umgebracht wird, wenn man verbotene Zonen hier passiert. Die meint es ja auch wirklich ernst. Da kennen die kein Pardon. Klar, hier geht es ja auch zum Erz, also das muss ja auch unter anderem geschützt werden. Da würde ich mal vorschlagen, mein Plan ist folgender, wir werden heute Nacht hier das Lager ausräumen. Bis auf den Magierbereich kommen wir zwar... Können wir hier eigentlich alles ausräumen. Das heißt, wir werden den Tag jetzt noch ein bisschen sinnvoll nutzen. Ich mache mich mal so ein bisschen auf den Weg zur freien Mine schon mal. Und werde ein bisschen jagen. Aber ich werde noch nicht dorthin gehen, weil es wird heute sonst zu spät dafür. Wenn ich dort auch noch rede und so, wird es dunkel werden. Sport trainiert die Anfänge hier. Finde ich super. Immer weiter so, Kort. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren, was man so rum erzählt. Können wir nämlich gleich für den nächsten Tag hier ein bisschen das, damit wir die Viecher schon mal platt gemacht haben. Leute, Leute, die sind hier draußen. Kleines Problem hier. Putze ich ja wie sonst was, dieses Adventure. Möchte außerdem endlich mal in der Kneipe trinken gehen. Das werden wir dann nächste Nacht machen. Ich werde in dieser Nacht ja sowieso jetzt dann ordentlich mir ein ordentlich arbeiten hier. Indem ich die Truhen ausplündere, also hätte ich ja sowieso keine Zeit. So, dann gucken wir mal hier. Den Bereich sollte man gut absuchen, es sind hier auch Monster und ein paar Sachen zum Aufheben. Wie zum Beispiel die Trollkirsche. Ja, so eine Horde Scavenger ist eigentlich ein Witz mittlerweile. Das ist einfache Erfahrung. Wie brauchen wir denn? Ja, ein bisschen was. Minimal ein bisschen was. Weintraubenbier. Hier war mal jemand. Es ist auch ein schöner Ort hier, um sich richtig zurückzuziehen, um hier die Barriere zu genießen und alles hier. Arafat meint, wir müssen noch zu Dings. Wir müssen das mit dem Quest abschließen, mit dem Rauchen. Jetzt möchte ich jetzt mal hier einen saufen. Ah, jetzt bin ich natürlich wieder betrunken.
Das hätte man auch ein bisschen anders lösen können. Ja gut. Wenn ich schon besoffen bin, dann saufe ich gleich noch mehr. Die Zeit rumzukriegen. Oh, hier bitteschön. Noch ein Wein hinterher. Drei Schnaps. Okay. So, dann. Oh. Hier. Wenn ich besoffen ist, dann ist Helden unwürdig. Jetzt. Und sogar das alte Lager gesehen. Von hier aus. Wenn man jetzt ein Fernglas hätte, könnte man richtig spionieren. Die permanent hier beobachten. Merkt man einfach jedes Mal, wie klein die Kolonie eigentlich ist. Ein Katzensprung dorthin. Wenn der Held jetzt mit dem Geschwindigkeitsrank hier unterwegs ist, der richtig sprinten kann, dann ist er in weniger als 2 Minuten dort, würde ich sagen. 2 Minuten Realtime. Ja, wer zieht da die Bande hier? Sind da irgendwo in der Nähe? Oder wieder irgendwelche Söldner? Es kann schon sein, dass die hier hinter der Wand quasi. Dass da der Wohnkomplex ist. Ja, man hört sie ja. Willst du mal wieder quatschen? Na gut, absuchen. Wenn noch was rumliegt. Hier oben ist noch was. Finde ich schön, dass mir ein bisschen ergänzt hat. War ja doch damals ein bisschen einsam hier. Dass hier gar nichts war. Da ganz oben kommen wir aber nicht hin. Bedeutet von vornherein, hier kann nichts sein. Notfalls könnte man natürlich mal mit Cheat hier hochgucken, aber ich weiß, da ist nichts. Okay. Spät ist es. Ah, gleich 5:30, also wir haben noch massig Zeit hier. So ein Tag dauert ja Realtime mindestens eine Stunde. Der Weg zur Mine ist aber auch nicht ungefährlich. Wenn jetzt hier die Butler mal hin und her gehen und im Lager was kaufen wollen, schaffen doch nicht mal einen Mallrush. Wenn sie keine Rüstung haben, haben sie ja kaum eine Chance und sie sind ja auch nicht gut trainiert, von dem her. Ich weiß ja, wie das bei mir war, als ich hier reingeworfen wurde, da haben die mich ja fertig gemacht. Musste erstmal ein bisschen stärker lernen, damit ich die besiegen konnte. Sogar Wölfe sind da. Oh, da oben ist jemand. Lass stecken, ich habe ihn schon erledigt. Meine Beute.
Okay, das sieht gut aus, das gefällt mir. Dann... Mit dem müssen wir reden, der gibt uns eine wichtige Information. Es ist der gute Gestad. Guck mal, was der für eine tolle Rüstung hat. Hey du. Ist das nicht toll? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich ziehe in der Kolonie umher und jage. Kannst du mir was beibringen? Schon, aber das wird dich ein bisschen was kosten. Er kann uns nichts mehr beibringen, weil wir haben schon alles gelernt. Interessante Rüstung, die du da trägst. Ja, nicht? Hat mir ein Typ namens Wolf gemacht, hat ihm die entsprechenden Materialien gebracht und am nächsten Tag war das Ding fertig. Wir können jetzt Wolf darauf ansprechen, dass er uns eventuell zwar keine Banditenrüstung verkaufen kann, aber er könnte uns doch so eine gildenlose Rüstung zusammenhämmern. Deswegen habe ich auch gesagt, man darf die Jägertrophäen nicht an Wolf direkt abgeben, weil man wird die dann brauchen für so eine Rüstung. Sprich Wolf, Bälle und Lurkout und solche Sachen. Vor allem, also... Oh, Dunkelkraut. Wertvoll. Gestad. Schattenläuferfell, Truhe. Ich weiß, dass da gute Sachen drin sind und ich möchte das haben. Allerdings haut er uns dann aufs Maul und der ist ziemlich stark. Er hat 360 Lebenspunkte. Alles Orkblatt her. Wir könnten den verprügeln. Ich kann es schaffen, aber ich muss sehr aufpassen. Sehr aufpassen. Okay, das machen wir anders. Machen wir so. Zieh von hier aus die Waffe und spring einfach hin. Schlag dir dann feige in den Rücken. Jetzt wirst du mich kennen. Okay. Ah, das Ausweichen zieht einfach immer. So, und jetzt schnell hier alles aufsammeln, bevor der wieder zu sich kommt. Schattenläuferfell und die Ruhe. Schwieriger Code. Oh. Okay. Das ging ganz gut noch. Alter, der hatte Mycrawler-Zangen hier drin. Die könnte ich an die Sekte verkaufen, die wollen die ja so gerne. Und Trollhauer. Ich frage jetzt mal besser nicht, wie du da rangekommen bist. Der hat ganz sicher keinen Troll erlegt. Der ist viel zu schwach. Da ist einer davon 500 wert. Heißt, den kann ich für 250 jetzt verticken. What the fuck? Das sagt nochmal einer, man kann nicht reich werden hier. Ihr seht es hier selbst, man kann es. Boah, hier ist die Mine. Der sogenannte Kessel hier. Weil das Ganze hier wie so ein Kessel aussieht hier. Eine ziemlich gute Bezeichnung. Finde ich ja schon irgendwie. Apfel, ist das ein Apfelbaum? Sollte man wohl annehmen. Hier in den Bergen gibt es noch einiges zu entdecken. Da habe ich wirklich auch sehr spät noch einiges entdeckt hier. Ich werde jetzt aber nur einen Teil davon machen. Gewünsche. Nein. Nix, Gewünsche. Er ist ein bisschen härter. Aber das ist gut, dann geben sie auch mehr Erfahrung. Wir haben sogar mehr Fleisch. Natürlich auch nein. Hier unten sind Razor. Die starke Version von Snapman. Die muss ich jetzt nicht unbedingt herausfordernd. Also so verrückt bin ich noch nicht. Noch nicht. Den Rest sparen wir uns. Das ist jetzt hier zu gefährlich. Ja, denn
Ah, da ist noch was. Dann können wir eigentlich jetzt wieder zurück ins Lager gehen. Problem ist aber, bis ich jetzt mal hier zum Blauen hier anfangen kann, wird es eine Zeit lang dauern noch. Weil bis die hier pennen gehen, ich glaube, die meisten gehen erst so ab Mitternacht hier. Banditen bleiben sehr lange auf. Vor allem bis später in der Nacht, weil sie ja nicht wirklich arbeiten. Heißt, wir hätten sogar noch Zeit, ins alte Lager zu gehen. Nicht, dass es unbedingt nötig wäre, aber dann könnte ich die Sache mit Mutt vielleicht auch gleich abschließen. Dann gehe ich schnell ins Lager, gebe die Liste ab, hol mir die Rationen und so und komme sofort wieder her. Vielleicht kann ich noch eine Kampfwette machen. Dann bin ich wieder pünktlich zum Diebeszug wieder hier. Sprich bis Mitternacht auf jeden Fall. Aber erstmal könnten wir noch schnell zu Wolf gehen und wegen der Rüstung fragen, ob der uns eine zusammenschustern kann. Natürlich nicht umsonst. Und Baal Kagan, da, genau, bevor ich es vergesse. Manche lernen eben gar nichts dazu. Mit dem gehe ich auch noch klar. Ah, Gorn raucht sich ein, ne? Der hat Geschmack, der Gute. So, Wolf, ich muss mit dir reden. Hör auf, hier zu trinken. Ah, okay. Kannst du eine Rüstung bauen? Kannst du mir eine Rüstung bauen? Könnte ich tun, allerdings habe ich nicht genug Sachen dafür, da um dir eine zu bauen. Was, wenn ich dir die Sachen besorge? Das wäre was anderes. Allerdings solltest du dich mit der Jagd auskennen, weil ich Felle, Häute und weitere Sachen dafür benötige. Umsonst gibt es die natürlich nicht, ich muss ja auch auf meine Kosten kommen. Jetzt zeig mal, Welche Rüstung kannst du mir bauen? Such dir eine aus. Kannst du mir Lurkout-Rüstung bauen oder Wolfsfälle? Lurkout fällt mir noch die heute, aber die Wolfsfälle-Rüstung müsste gehen für 600 Erz. Mach mit ihm. Sehr gut, damit kann ich gut was anfangen. Ich habe noch eine Rüstung da, die kann ich dir im Austausch für das Material geben. Viel Spaß damit. So, warte mal. Ich gleich anziehen, Held, das möchte ich selbst machen. Den Spaß, so. Ja, die Werte sind eigentlich minimal besser, als sie schützt vor Waffen 5 mehr. Aber sieht toll aus, ja. Ist gut gelungen, für 600 Erz. Geht schon, ja. Kann man sich gönnen, ja, also ich find's toll. Damit hebt man sich schon ein bisschen ab hier. Naja gut, also es kann schon sein. Und für die Lurker-Dings, da brauche ich... wie viel waren es jetzt hier? Lurker heute... 4 Stück, oder? Oder 5? Ich habe auch extra darauf geachtet, keinen Lurker zu töten, ohne dass ich das Ausnehmen gelernt habe. Damit ich mir die Rüstung zusammen stimmen lassen kann. So, Kagan. Wir müssen reden. Geh weg, Buster. Hey du. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Du kannst mir mal sagen, was das für Spruchrollen sind. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Also diesen Schamzauber hätte man eventuell auch von ihm bekommen können. Wie gesagt, aber... ich muss das hier sagen, mit der Bruderschaft aufgenommen zu werden, weil dann... Damit kriegt man eine Stimme im Bruderschaft-Dings da und es gibt auch nochmal Erfahrung. Deswegen habe ich ja gesagt, das mit dem Schamzauber, das hat der Mord extra hier gemacht, damit man nicht diese Belohnung hier nehmen muss.
Es gibt auch einige, die würden das Erz nehmen, aber das ist wirklich so das Dümmste, was man überhaupt machen kann, weil Erz gibt es wirklich genug hier im Spiel. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baltyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Thanks. Zeig mal her. Was hast du mir da gegeben? Präparierte Traumroh. Dieses Sumpfkraut hat eine weitaus stärkere Wirkung als normal. Es ist für den Guhu Baltyon bestimmt. Das ist schon mal was Besonderes hier. Hier verzeichnet. Balkagan hat mir einen speziell präparierten Traumruf für Baltyon gegeben. Er wird mir helfen, in die Bruderschaft der Sekte aufgenommen zu werden. Ja. Aber weißt du was, weil du gerade so da stehst, ich könnte dich mal ein bisschen ausplündern. Mit Gewalt. Das Gebrüll ist ein Kampf. Der hat genug. Einfach, weil ich es kann. Das stört ja niemanden hier. Wozu kaufen, wenn man das ganze Sumpfkraut auch einfach so nehmen kann? Das ist fies, aber hey, die darf man verprügeln. Da mischt sich niemand ein, weil die nicht zum Lager gehören. Finde ich richtig super. Okay, dann gehen wir mal ab ins alte Lager kurz mal. Haben die Bauern auch endlich mal Feierabend. Die arbeiten wirklich den ganzen Tag. Haben die auch mal einen Tag frei? Vermutlich nicht. Boah. Das ist kein Leben hier. Manche arbeiten sogar noch länger. Die haben echt keine Hobbys. Oh, ich muss auf Lefty aufpassen, dass ich dem nicht in die Arme renne. Könnte sein, dass der jetzt schon ein bisschen sauer ist, weil ich meine Arbeit nicht fortgesetzt habe. Verlass dich auf jemanden und du dich verlassen. Das ist eben so. Ich dachte, das wäre schon lange gut. Komm schon sein. Oh, meine Freunde, ich komme gleich wieder. Ich gehe nur noch ein bisschen hier in die Beine vertreten im alten Lager. Baue ich auch meinen großen Beutezug hier. Nicht, dass ich das noch brauchen würde. Eigentlich, normalerweise reicht ja das, was ich im alten Lager habe, ja völlig aus. Aber hey, macht einfach Spaß. Der Held ist so jemand, der möchte alles haben. Der kann nicht anders. Er weiß nicht warum, aber irgendwas treibt ihn dazu, alles zu klauen. Als ob es seine Bestimmung ist. Euch mach mal gleich mal hier weg. Damit ich dann hier in Ruhe gehen kann. Weil über die Brücke kann ich ja leider nicht gehen, sonst werden mich diese Typen fertig machen. Beziehungsweise ich lasse mich nicht erpressen, sagen wir es mal so. Auch wenn es nicht viel kostet. Der Bereich hier unten ist ja ziemlich sauber. Außer vielleicht jetzt die Blutfliegen hier. Aber bei Nacht möchte ich jetzt auch nicht groß jagen. Muss nicht sein.
Ja, sieht man schon das schöne Leuchten der Fackeln. Wenn er jetzt irgendein Monster verfolgen würde, würde man hier in Panik schnell zu den Wachen rennen, auf dass die einen beschützen. Aber ich fühle mich jetzt schon so stark, dass ich überhaupt keine Panik hätte. Aber klar, man weiß ja nicht, was aus den Wäldern gekrochen kommt. Wenn jetzt ein Schatten dafür kommt, dann wird auch den Helden hier Muffe gesen. Die Düse gesen. Weil das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. So, kann schon sein. Dann. War nicht besonders schade, dass das ich möchte mal meine Erfahrungspunkte ein bisschen kurzzeitig. Ändern. Ich mag das nicht, wenn das so eine ungerade Zahl ist hier. 505. Ich möchte das bitte auf 10 aufrunden, die Zahl. Moment, das kann ich mit Diego ganz einfach machen. Ich bin halt so ein Typ, ich kann das nicht anders machen. Ich gebe Diego jetzt mal 5 Münzen, damit ich hier die passenden Erfahrungspunkte bekomme. Damit der hier mal das aufrundet. So kurzzeitig mal die Münzen hier drin lagern und dann kann ich ihnen auch gleich die Liste geben. Hey du! Der gute Diego wird sich ja freuen. Hier die Münzen, bitte sehr, und die Liste. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Kann ich mir vorstellen. Wie steht's mit meinem Ansehen? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgegangen. Ja. Sly hat mir jetzt noch nicht Dexter, anhören. Aber bei der Mordra, halt dich ran. Mach's gut. Haben wir denn die Prüfung des Vertrauens bestanden? Diego hat nichts dazu gesagt. Diego war sehr zufrieden, als ich ihm Ians Liste überreichte. Er scheint Lades Fälschung nicht durchschaut zu haben. Oder habe ich gerade ein Funkeln in seinen Augen gesehen? Er hat natürlich die Fälschung hier durchschaut. Diego ist ja nicht dumm, aber er hat nichts gesagt, weil er hat uns das ja so beigebracht, dass man hier ein bisschen... Ja, er ist einfach korrekt. Er sagt nichts, weil er halt weiß, wenn ich das ausnutze oder quasi es so gut fälschen kann... Dann habe ich es auch verdient hier. So korrekt ist einfach. Man muss es so sagen. War nicht besonders schlau. Dann auch schnell nach Rationen abholen. Und kommt natürlich gleich mal wieder hier, ja. Das. Ja, Schnauze. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Würde normalerweise im Lager schlafen und mir am nächsten Morgen gleich wieder was abholen, aber leider habe ich keine Zeit heute. Früher bin ich jeden Tag hin und her gerannt, bloß um mir die Ration zu holen, aber heute... Denke ich mir, das ist es nicht mehr wert. Hey du. Wirklich. Ah! Mann. Bringst du das Spiel noch zum Crashen hier, Matt? Ich will wetten. Aber im Moment wird der nicht zwischen. Okay. Dann haben wir hier nichts mehr verloren. Hau mal ab. Jetzt kannst du mitkommen. Und jetzt wird gleich Matts letztes Stündlein geschlagen haben, denn ich werde ihn töten. Ihr könnt ihn hier, wie gesagt, vor aller Augen töten. Das stört niemanden. Das darf man. Er ist der einzige NPC im ganzen Spiel, den man töten kann, ohne dass es jemand bemängelt. Weil er so eine Nervensäge ist. Er zählt eigentlich gar nicht mal wirklich als NPC. Er ist eigentlich so... Er ist wie so ein Bot, könnte man sagen. Ein nerviger Bot.
Und wie gesagt, man kann mit ihm noch ein paar Erfahrungspunkte verdienen, wenn man ihn ins neue Lager bringt. Er hat sich ja immer beschwert, dass die Leute ihn zusammenschlagen. Und die Theorie werden wir jetzt mal gleich überprüfen. So, komm immer schön mit dir. Ich habe den Weg auch schon von Monstern gesäubert, damit auch ja nicht davon läuft. Oh, Madwin, du wüsstest. Du läufst direkt in dein Verderben. Du war die ganze Zeit ruhig. Ich hab dich ertragen. Du hast das Spiel richtig gestört, aber jetzt wirst du gleich entfernt. War komplett aus dieser Spielwelt. Ich werde dich quasi aus der Barriere befreien. Beziehungsweise dein Geist werde ich befreien. Dein Körper wird hier leider verrotten, aber dein Geist wird frei sein. Sei dankbar. Ich weiß ja nicht, ob Matt gläubig ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Innos Reich einkehren wird. Beziehungsweise Adonos Reich. Weil der den Göttern vermutlich so auf die Nerven geht. Er wird vermutlich im. Vermutlich wird er nicht mal in Belias Reich Einzug finden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Bela sich das antut. Nee. Für Leute wie ihn gibt es eigentlich keinen Platz mehr. Was für ein Tag, hä? So, dala. Da sind wir auch schon. Es ist mein zukünftiges neues Zuhause, wo meine neuen Freunde sind. Guck's dir gut an. Aber eins für dich muss nicht gleich jeder wissen. Wo sind sie denn, die Torwachen? Da vorne. Reiche ich nochmal? Sprich mich nochmal an. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Allein für diese Bemerkung sollte ich dich schon umlegen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Lalala. Hi Jungs, schaut mal, wer da ankommt. Unser alter Freund. Sieht aus, als könnte er ein paar Schläge aufs Maul gebrauchen. Wer redet denn mit dir? Wir sprechen von deinem Kumpel, Mut. Hehe. Wir waren beim letzten Mal gar nicht fertig mit dir. Wird Zeit, dass wir das nachholen? Hehe. Na warte, lass mich das machen. Ich helfe dir. Der hat genug. Da. Der gibt sogar nicht mal Erfahrung hier. Der hat Stufe 0. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Der Mut hat Stufe 0, wenn der 0 Erfahrung gibt. Boah, das ist wirklich der schwächste Butler in der ganzen Barriere. Der hat echt gar nichts geleistet. Er lebt vermutlich nur noch von... Nuffs Eintopf hier. Wenn du meinst, eine Schande ist das. Oh, echt, ey. Schon gut, schon gut. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Glaubst du, ich lass dich jetzt schon einfach gut, so davon kommen? Steck die scheiß Waffe weg. Ha! Genug. Ja, wartet, Freunde. Ich werde den umlegen. Da. Steck die scheiß Waffe weg! Bam! An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. So, Mod. Damit habe ich Snuff und allem alten Lager einen riesigen Gefallen getan. Damit hätte ich mir eigentlich meine Aufnahme verdient, finde ich. Aber. Ich halte mich da lieber raus. Guck mal. Dein Mund bewegt sich noch. So. Wie gesagt, das interessiert niemanden und. Ich habe ein bisschen Erfahrung bekommen, dass ich den hierher geführt habe. Das ist auch so eine hübsche Sache, die man hier eingefügt hat. Aber damit hat sich das erledigt. Ah, ich habe auch dieses Stahlgefecht. Das ist die Waffe. Sieht aus wie ein Steinbrecher.
Gefällt mir ehrlich gesagt sogar fast besser. Er macht einen Punkt weniger Schaden. Sieht aus wie Lestes Waffe, aber der hat eine andere. Ich glaube, der hat eine deutlich stärkere Waffe. Aber mal für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Ja, wichtige NPCs haben immer starke Waffen, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an, das Lager auszuräumen. In der Hoffnung, dass die meisten jetzt mittlerweile pennen. Ich wundere mich, dass die ganzen Fackeln hier meistens immer aus sind. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, aber wenn ich jetzt das Spiel neu laden würde, dann würden die Fackeln vermutlich angehen. Aber ich glaube, mir ist es ganz recht, wenn es jetzt hier ein bisschen dunkler ist. Dann sieht man mich nicht so leicht. Okay, fange ich mal bei den Söldnern an. Die haben ja, glaube ich, das bessere Zeug. Oder soll ich bei den... Denn immer noch nicht. Banditen. Ja. Was ist los mit euch? Aufpassen, okay. Wolf. Wolf. Extrakt der Geschicklichkeit. Das ist doch schon mal ein halber Jackpot schon wieder. Es bringt eigentlich nicht, solche Tränke sich aufzuheben. Die sollte man schon trinken, wenn dann. Also. Ja gut. Kommt immer drauf an. Ja, solange die nicht pennen. Jetzt ist es Mitternacht, aber Butch will immer noch nicht schlafen. Schwierig, aber ich würde trotzdem gerne... Oder soll ich bei den Söldnern hier? Da drin ist wieder einer, der hat kein Bett oder so. Was ist los? Oder müsste der normalerweise nicht hier reingehen? Macht er da drin? Na gut, dann versuche ich jetzt trotzdem mal hier unten. Muss bloß kurz beobachten, die ich habe. Ja, bisschen was haben sie ja. Uma. Er zahlt sich auch eine Hütte mit einem Banditen. Ja, das übliche Reis, Reisschnaps, Erz. Ein paar Sachen haben sie. Schläfst du oder... Ich glaube, der schläft entstehen. Sagt zumindest nichts. Ja, kann schon mal sein, dass mir im Stehen einpennt, nicht wahr? Das ist so eine Art Bestrafung oder so. Wir sind hier nicht im Sektenlager. Warum wächst du mit? Hey du, was schleichst du da rum? Schleich nicht, ich guck nur ein bisschen. Ich glaube, du hast keine Truhe, oder? Nee, Batsch hat keine Truhe hier. Er ist zu schlau. Batsch, guck mal.
Meine Richtung. Hey du. Was willst du von mir? Ach, jetzt ist er schon verärgert, weil er mich beim Schleichen erwischt hat. Ist ja genial. Ach, shit. Warum weckst du mich? Renn weiter. Oh, die ist sogar offen. Das ist aber ziemlich leichtsinnig, ja. Nicht mal seine Truhe verschließen. Warum wächst? Ja, ich muss das ganze Erz wieder reinholen, was ich für die Rüstung ausgegeben habe. Doch vollkommen klar. Da ist sogar keiner drin. Sind vermutlich alle in der Kneipe saufen. Ja, am nächsten Tag werde ich dann auch mal eine Kneipe einheben. Habe ich mir verdient. Macht's natürlich einfacher, da muss ich nicht schleichen. Hier noch. War doch schon mal recht einfach. Aber es ist auch ziemlich überschaulich hier. Warum weckst du mich? Weil das Lager ziemlich klein ist. Dann mache ich gleich mal oben weiter. Guck, was die so für mich haben. Ach, macht es Freude, wenn ich hier immer reicher werde. Nicht verschlossen, okay. Kann man natürlich machen. Ob es so gut ist. Vielleicht denken die sich, ja gut, es hat eh keinen Sinn, es wird sowieso geklaut, oder? Die sind sich sicher, dass es nicht gestohlen wird? Ich weiß es nicht, also. Ich würde meine Truhe ja so gut sichern, wie es überhaupt geht. Alles offen. Aber die hier nicht. Oh, doch. Unglaublich. Ruhe hier. Codes haben teilweise nicht mal 4 Stellen, also schon sehr. Ach. Da kommen ein paar Leute zurück. Muss aufpassen. Jetzt gleich 2.
Nicht, dass sie mich hier noch erwischen, hier beim... Blenden sie ganz gemütlich, vermutlich halb getrunken. Halb trunken hier hoch. War schon ein geiles Leben hier. Bruce und Buster hier. Haben zusammen einen hier oben. Noch. So, und jetzt wird langsam schwierig. Jetzt fehlt nur noch Lares und Mordrax. Der Mordrax ist sehr schwer. Das bekommt man auf keinen Fall, ohne dass man gesehen wird. Das weiß ich jetzt. Es ist jetzt halt die Frage, wie man das am besten macht. Als erstes mal voll heilen. Danach muss man mal schauen, irgendwie. Vielleicht kann ich die Wachen hier weglocken, aber ich... Ja, die benutzen den Bogen. Laufzauber wäre gut, aber kann ich mir nicht leisten. Ich kann es jetzt mal versuchen, aber ich gebe mit Sicherheit drauf. Na warte! Endlich. Jetzt das Wasser! Ich muss dir wohl auf die Flossen abschneiden! Nee, musst du nicht, ich bin tot. Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Ja, ich bin großzügig. Das Problem ist halt auch, Mordrak schläft schon. Lares pennt auch schon. Dann tue ich zuerst Lares ausrauben. Das machen wir so, wir gehen hier rein. Was ist denn los? Natürlich ein bisschen schwierig, aber... Und dann... tun wir auf die Art hier klauen. Ey, der Roscoe merkt es. Er bewegt sich, aber er sagt nicht. Vielleicht keine Aufmerksamkeit erringen. Bisschen schwierig hier alles zu nehmen, wenn man... ...duckt ist. Was war das denn, wenn es fertig ist? Nichts. Pennt weiter. Hey du, was schleichst du da rum? Machen wir's so. Einfach ruhig stehen bleiben. Warten, bis der wieder pennt und dann komme ich hier ran. Der gute Lares hat ein bisschen Erz und Stärkering plus 3. Ey, super, das ist wieder so ein Ring, den kann man einfach so anlegen. Was ist denn los? Wie gesagt, plus 3 Ringe gehen hier immer. Dann kommen wir auf 46 Stärke. So, okay, die Mordrax-Truhe werde ich mir erstmal noch merken. Okay. Machen wir dann eventuell später. Dann machen wir jetzt bei den Söldnern weiter. Ablee. Ich werde hier in einer Nacht hier das ausräumen, da brauche ich keine 2 Nächte. Alter, wenn Lee mich dabei erwischen würde, wie ich an seine Truhe gehe, der würde mich köpfen. Was für eine Dreistigkeit, den Boss der Söldner auszuplündern, aber tut mir leid, es ist für die Rettung der Welt hier. 220 Erz. Jede Menge Reis und 3 Schnaps. Eine Ampore sogar. Hübsche Sachen. Danke, Lee. Ich werde sie nicht vergessen. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. So, das ist auch schwierig, weil die Wachen hier einsehen können. Bei Auric. Es
wird schwierig, aber es ist möglich. Hey du! Oh. Raus hier! Sorry. Hey du! Was denn? Okay. Ich muss dir wohl auf die Flossen hauen. Oh shit. Nein, musst du nicht. What the fuck? What? Das ist unfair. Die Waffe ist doch gar nicht spitz. Du kannst mich nicht umbringen. Okay, du kannst es doch. Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Also Diebstahl wird mit dem Tod bestraft. So viel dazu. Es ist übel hier. Hey du! Was wolltest du da drin? Verschwinde, bevor ich mich mit dir... Hey du! Hey du! Pack die Wand an, ey. Okay, dann machen wir es so. Geh nach oben. Das ist meine Chance. Ja, clever sein. Wir haben auch mehr Zeugs in den Thronen drin. Das kann man aber auch von den Söldnern erwarten. Hey du! Aber die sind was wolltest du da drin? Besser gesichert. Was ist los? Korloff? Ich glaube, der hat keine Truhe. Nee. Der ist schlau genug, sich keine Truhe anzuschaffen. Respekt, Korloff. Blades-Truhe. Ich rechne hier mit Schmiedematerial eventuell. Oh, da ist nur das Übliche drin. Aber man merkt schon klar, die Söldner haben natürlich bessere Sachen als die Butler im alten Lager. Aber die Gardisten in der Burg, die haben natürlich bestimmt dann auch gute Sachen noch. Bis jetzt habe ich ja hauptsächlich Butler und Schatten ausgeplündert nur. Guten Sachen dürfen ja in der Burg sein. So, jetzt wird es... Weiß es gar nicht, welcher Code... Doch, ich glaube hier. Sind wir hier zu Hause? Links. Bin ich hier? Wer das ist? Okay. Ganz gut noch. Jetzt der gute Goran, der bleibt natürlich auch nicht von mir verschont. Wenn Diego nicht verschont bleibt, dann auch er nicht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, den Code kenne ich auswendig. Das wird dem auch nicht helfen. So, dann fehlen hier oben noch zwei Truhen. Ne, drei. Das ist... Jupp, sorry. Wollte mich schon angreifen, mir da... What? Ah. Oh, der hat eine Menge Erz. Das kann man aber auch von ihm erwarten, er ist immerhin Lehrer, er unterrichtet ja für Erz. So, und jetzt kommt eigentlich meiner Meinung nach so ziemlich die unmögliche Truhe hier, weil der Typ hier das nahezu unmöglich macht. Das ist auch so eine Truhe, wo man sich denkt,
Da ranzukommen ist eigentlich schon fast nicht möglich, aber ich möchte sie unbedingt haben, selbst wenn ich mir sogar Ärger damit einhandle. Das macht man anders. Waffe weg! Nein, bitte nur einer. Steck das Ding weg oder du bist dran! Komm her. Was ist denn los? Ah, fuck, Alter. Wie die einen schlagen können so schnell hier. Das ist doch nicht mehr fair. Okay, also nochmal. Waffe weg. Ich werde ihn rauslocken. Er will ich gar nicht. Steck das Ding weg oder du bist dran. Muss aber nah rangehen, weil er sonst seinen Bogen zieht. Wie gesagt, ich will ja nicht gegen dich kämpfen, ich will ihn nur weglocken. Oh, stell dich bitte nicht so dumm an. Nein! Was ist denn los? Du begehst hier einfach so eine Mord. Das ist dir schon klar, oder? Geist, ich bin gildenlos, aber trotzdem. Waffe weg! Steck das Ding weg, oder du bist dran! Nein! Oh, shit. Muss doch jetzt wirklich nicht sein. Okay, ich nutze die Gelegenheit. Oh. Hey. Ah. Ah. Kampf. Ich finde, das war ein schlechter Kampf. Waffe weg. So, nochmal. Der fordert ein bisschen Übung. Steck das Ding weg, oder du bist dran. Ich wollte den eigentlich echt aufs Maul hauen hier. Der treibt es wirklich noch so weit, dass ich das mache. Lass dich hier nicht mehr blicken! Was ist denn los? Hey! Hier, hallo! Ich hab eine Waffe in der Hand. Kann ich da mal vorbei? Waffe weg! Vielleicht sollte man den hier runterlocken. Steck das Ding weg oder du bist dran! Uah, komm her! Bin kampfsüchtig. Erzähl mir nicht, du. Okay. Es ist meine Chance. Komm, 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 komm. So schnell kann der doch nicht hier hoch. What? Weil ich den Code aber nicht richtig notiert habe, hier auch noch. Das war noch eigentlich die friedlichste Methode. Bin ein bisschen verärgert wegen der Waffenprovozierung, aber ich hab, was ich wollte. Bleibt aber immer noch Mordrax-Truhe und die ist, wie gesagt. Ich würde die am liebsten auch weglocken, bevor ich die verprügel eher. Ich muss mich da reinschleichen, das ist zu schwierig. Okay. Weg mit der Waffe, weg damit! Boah, der ist richtig übel. Der hat sogar Stufe 2 hier. Ich mein's ernst, weg damit! Ja, ich mein's auch ernst, aber ihr müsst jetzt trotzdem mal mitkommen mit mir. Oh nee, das war sehr dumm. Auf Gottes Willen, Held, was ist mit dir los? Kannst du nicht hier hochsteigen? Steck die Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Komm mit. Muss sie nach unten locken. Dann habe ich mehr Zeit. So, jetzt komm. Werde auch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme. Speichern und ab dafür. Boah, Alter!
Mordrak, wenn du jetzt hier Stress machst, ich schwöre, ich raste aus. Jetzt hat er mich erwischt, hier, wie ich da reinschleiche. Ach Mann. Kann mir keinen Stress mit dem erlauben. Was ist los mit dir? Stehst vor deinem Bett, weißt nicht mehr, wie man sich hinlegt, hä? Ach, der pennt doch. Ist auch gar nicht verschlossen, aber er hat halt wirklich einen guten Elixier, der Geschicklichkeitstrank drin. Was ist denn los? Aber gut, wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal meine Ausbeute an. Wir haben haufenweise Ressourcen und 1484 Erz wieder. Zwei super Elixiere der Geschicklichkeit. Und Lebensenergie. Plus 5. Dann haben wir damit 21 Geschick und 122 Lebensenergie. Das war ein gelungener Abend. War nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal pennen, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt wieder bis mittags pennen müssen, weil es ist zu anstrengend gewesen, die Nacht. Ja. Ich sage einfach nur noch, gute Nacht.